Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PECM. Neue Folge, neues Jahr, neue Eigenschaften, die ich wählen kann. So, mal schauen, was gibt's denn so? Wir gehen mal durch. Etappen. Natürlich Berg, ne? Beschleunigung, Abfahrt, Ausreißer. Ausreißer ist gut, Ausdauer ist gut, aber vor allem ich sollte jetzt vielleicht schon mal auf die Soft Skills gehen, weil die fallen dann am Ende immer richtig in den Rücken. Vor allem, wenn man auf Extrem spielt, Climber. Ich schaue jetzt, ich gehe jetzt einmal durch und schaue nur auf die Soft Skills. Okay, dann Sprinter nicht. Puncher. Nordklassiker. Nordklassiker wäre natürlich Premium, aber warum verbessert sich dein Kopfsteinpflaster nicht? Das ist blöd. Ausreißer. Machen wir Nordklassiker, ne? Zeitfahrer. Zeit war nicht so gut. Machen wir Nordklassiker. Kriegen wir Hügel ein, Berg ein, Zeitfahrer ein. Gut, dann schade. Beschleunigung viel dazu. 3. Ausdauer. 3. Ausreißer. 1. Regeneration plus 2 ist auch gut. Okay. Wir machen jetzt erstmal unsere Saisonplanung. Erstmal. Wir können uns ja auch kurz mal unsere neue Mannschaft angucken. Wer ist denn alles so dazugekommen? Kann ich hier gucken? Ne, warte mal. Welt, Team, das ist die für nächste. Gibt's das schon? Okay, nee, das ist wieder für nächste Teams. Da sind wir nicht dabei. Hier gibt's doch bestimmt. Neu und Abgänge. Klassement. Erst nicht neu. Spolion neu sollte, oder? Nee, sollte nicht. Ja, sollte nicht. Hivert ist nicht neu. Nicht neu, nicht neu, nicht neu, nicht neu, nicht neu, nicht neu. Er ist neu, ne? Ja. Henhold. Richtig guter, glaube ich. Ein richtig gutes Talent. Da haben sie sich einen richtig guten gekrallt. Ist er jetzt sogar in der Hauptmannschaft von FDG. Wunderbar. Gute Verpflichtung. Wir können sagen, Jeppa B sollte nicht neu sein. Der Plas, der ist auch neu. Von Akeas vom Sieg, ne? Ja. Guter Elfer nochmal in den Hügel und vor allem auch nochmal in den Bergen. Heidemann ist nicht neu. Er könnte neu sein. Nee. Glaube ich auch nicht, ne? Doch. Von ein Jahr ausgelassen. War früher bei Intermarché. Ja, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ist nicht neu. Andrea Milfstut. Ein Climber, noch relativ jung. Ich weiß, der kam von jetzt Côte d'Azur oder das andere blaue. Nice Metropole, ja, Nice Metropole, Côte d'Azur, ne, ist dasselbe. Das andere war Unation. Also noch jung, vielleicht talentiert. André Lausanne sollte auch neu sein. Ein vom Spiel entwickeltes Talent, glaube ich, die sind ja meistens gut. Timo Fontaine, ebenfalls neu. Also jetzt noch ein 17, ein 18 und ein 20-Jährigen. Wunderbar. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wir machen erstmal Vorsaison, das Fitness. Das regeln wir. Wir machen erstmal unseren Kalender und dann unsere Saison ziehen und dann machen wir Fitness. Erstmal Kalender. Trophäe Palma. Habe ich wenig Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Mir stehen 50 Punkte zu. Trophäe Palma machen wir weg. Dann in Oman und dann direkt zur anderen Lucia-Rundfahrt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Dann lasse ich die Oman-Rundfahrt. Aber Oman-Rundfahrt, das wäre was für mich, ne? Aber nee, ich lasse mal die Oman-Rundfahrt weg. Dann können.
wie irgendwie Grand Prix Cycliste Mayessais. Das ist ein gutes Rennen für mich. Das passt, das passt. Dann kommen hier ein paar Eintagesrennen. Oder Tour du Rwanda würde ich gerne fahren, aber die Kreuz mit einer Lucierenfahrt, das deckt dich nicht. Es ist wahrscheinlich, dass ich diese Stufe erreiche. Ich mache das erstmal jetzt nur für hier Tour de Normandie, nämlich nicht. Es sind halt schon ein paar relativ wenige Rennen, ne? Dann können wir hier mal ein bisschen rein grinden. Tour auf Bretagne, jetzt fängt ja gut an, ne? Mache ich eigentlich auch nicht. Fahren, Ardennes, de la Sarre, die ist doch gut. Alten Zeitfahren, nee, nee, nee. Nee, nee, Ardennes, zum Glück bin ich losgeworden. Die ist an sich ganz cool, aber wenn man die bei jeder Karriere fünfmal hintereinander spielen muss, oh, das sieht lecker aus. Da fahre ich mit. Also das für ein Eintagesrennen. Ah, das könnte mir auch liegen. 3 Punkte, die habe ich. Die 4 Tage von Dünkirchen, das ist eigentlich auch ein cooles Rennen, ne? Das ist eigentlich ein sehr cooles Rennen, vor allem mit dem Kopfsteinpflaster. Da ich also überhaupt irgendwie, ja, aber wir haben bei Erinnerung jetzt schon von. Ja, okay, dann machen wir ja genau Merkan-Rundfahrt, ja gut, wenn sie wollen. Dann Valois-Rundfahrt, die ist gut. Österreich-Rundfahrt passt. Tour ist das Tour de Wallonie passt auch. Okay, das ist doch gut. Das ist doch gut. Tour der Ain, das ist vielleicht ein bisschen zu bergig, aber passt. Deutschland-Tour, jawohl, Deutschland-Tour fahren. Das freut mich. Ja, an sich passt das erstmal. Ich habe jetzt noch 12 Punkte übrig. Mal schauen, wie ich dann. Oh, die ist cool, die Tour, ne? Das ist eine richtig coole Tour. Da würde ich schon gerne mitfahren. Haben wir halt nur noch 7 Punkte übrig. Das müssen wir dann ein bisschen rumgucken. Wie das so ist, aber Dänemark grundsätzlich wäre auch nett, ne? Halt lange Zeit fahren, also relativ lange Zeit fahren. Nee, nee, nee. Die ist cool, die Savoie Mont Blanc Tour. Galoppe geht dann leider nicht. Auch wenn es an sich eine richtig coole Rundfahrt ist, finde ich. Für diesen Inselstaat. Aber die überstreckt sich auch, glaube ich, über mehrere, ja. Auch Tour de Ain und die Ain cool, ist auch cool. Wir übernehmen das. Es sind dann sind noch 7 Punkte. Das geht dann wahrscheinlich auf irgendwas drauf. Ja, auf irgendwas wird das schon drauf gehen. Deswegen Training, Ziele. Immer alles wegmachen. Immer alles wegmachen. So im Januar. Nee, Januar mache ich mal keine Ziele. Februar, Lucia-Rundfahrt war das, ne? Die ich fahre. Aber Tour de la Provence wäre auch geil. Aber jetzt ist es zu spät. Scheiße, sonst hätte ich Tour de la Provence genommen. Aber die habe ich jetzt irgendwie übersehen. Aber ich könnte auch nochmal ins Jacko Herald Sunrace, ne? Reingrinden. Ja, komm, nehmen wir das Jacko Herald Sunrace nochmal mit. Dann können wir die Andalusia-Rundfahrt nehmen als Saisonziel. Ja, komm, habe ich 0 Punkte Abmarsch. Okay, dann Andalusia, Cyclista de Sol. Januar habe ich sowieso nichts, dann kann ich im Februar dann nämlich schön die großen Rundfahrten nehmen. Das passt. Wenn ich jetzt noch Herald Sunrace hinzufüge, wird es dann zu viel? Nein. Dann, ich habe ja erstmal hier relativ lange Pause. Deswegen ist das gut. Deswegen ist das gut. Dann kann ich sehr lang frühen Formhöhepunkt schon haben. Als nächstes. Ja, dann kam, keine Ahnung. Mikkel. Compris de Mikkel in Dorain. Okay, knapp. Dann ist was das. Na, komm. Nee, nee, nee. Erstmal ein bisschen ausruhen.
Vier Tage von Dünkirchen machen wir mal. Im Juni, nee, Mai noch, ja, hinzufügen. Ja, dann fällt halt Tropolion in die Ruhephase. Aber was soll's. Das bringt nichts. Ja, Tour de Belgium, Baloise Belgien Tour. Die ist schon cool, ne? Oder? Aber die Tour de, okay, wir machen. Ja, bei National Champions habe ich sowieso halt keine Chance, ne? Ist ja flach. Aber ich würde schon gern nehmen, dann im Juni. Nicht ITT. Machen wir Road Race natürlich. Aber fällt die komplette Österreich-Rundfahrt rein, ne? Das ist bad. Dann lassen wir das weg. Dann müssen wir dann normal antreten. Dann haben wir wieder einen Formhöhepunkt. Erstmal bei Savoyen im Juli. Ne? Achso, das ist 3.8., das ist ja schon im August. Da haben wir halt im Juli nichts, das passt dann. Savoyen-Rundfahrt. Aber August dann, das wird dann wieder viel mit der Deutschland-Rundfahrt. Wo ist denn hier? Da. Ja, das ist halt die Tour de Ain rein, ne? Wenn ich die Tour de Wallonie nur nutze, fällt alles blöd. Das ist jetzt relativ viel, ne? An sich habe ich bei der Tour de Aim mit, das ist schon sehr bergig. Doch, doch, das machen. Also, guck mal, wenn ich jetzt die. Also ich habe halt hier schon so einen extrem langen Formhöhepunkt ganz am Anfang. Wo halt sehr wenig auch reinfällt am Ende. Ist ein bisschen blöd jetzt. Wenn ich die Tour de Wallonie hinzufügen, dann fällt die komplette Savoyen-Rundfahrt im Weg. Aber Savoyen-Rundfahrt würde ich schon gerne als Kapitän. Nee, ich mache jetzt die Savoyen-Rundfahrt. Und dann fällt halt die Tour de Ain bisschen unterm Acker. Da. Dann Deutschland-Tour natürlich als nächstes. Das ist auch nochmal im August. Oder? Deutschland-Tour. Ja, dann ist er jetzt erstmal nichts. Luxemburg-Tour kann ich dann kann ich einfach alles nehmen, ne? Paris-Tour, das ist gut. Dann Luxemburg und dann nochmal Paris-Tour. Das passt. Skoda-Tour de Luxemburg. Und dann nochmal Paris-Tour im Oktober. Ja, fällt halt dann den Grund der Chance rein, aber jo Mai. Das könnte ich bestimmt auch so triggern, dass die Bretagne vorm Höhepunkt hat. Ja, dass ich hier kann, das bringt nichts, wenn ich jetzt. Das ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Vorm Höhepunkt aber nur ein Rennen. Wenn ich die Österreich-Rundfahrt im Juli. Was passiert dann? Das könnte ich auch noch mal so machen. Dann habe ich und dann habe ich aber hier noch mal eine Ruhepause. Das sollte sich. Es ist ein bisschen blöd mit der Fitness bei der Tour de Wallonie vor allen Dingen, glaube ich. Aber es sollte sich nicht beißen mit der Savoyen-Rundfahrt. Das schauen wir mal nach. Und sich passt das so. Wir schauen jetzt noch mal auf Fitness. Kann ich erst stimmt Vorsaison, ja, dann habe ich eine hohe Vorsaison natürlich. Ich hätte ja sofort mit den Jerko Sunrays und so. Okay, weiter. Okay, dann können wir gleich Training kann ich jetzt sehen, ob ich irgendwo. So einen Leistungsabbruch habe. Ist das über.
Ich muss doch irgendwo schauen, wo ich so ein. Irgendwo ging der. Hä? Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Hä? Bin ich blöd oder was? Training? Oder. Nee, es kann doch nicht sein, dass das nur für. Kann doch nicht sein, dass das nur für. Dass man es nicht selber machen kann für seine eigene. Egal, da kann man es anscheinend nicht für seine eigene. Machen. Okay, da haben wir einen richtig guten Songeinstand natürlich. Das freut mich. Schade, dass ich das Training nicht so ganz jetzt individuell steuern kann. Wie, Herbert, ach, das muss doch irgendwie gehen. Hä, hey, das habe ich doch schon häufiger gemacht. Boah, ich bin gerade so blöd. Ja, hier halt, ne? Das wird mir wahrscheinlich erst nach und. Ja, stimmt, aber die. Nehmen wir mal hier. Genau, da. Hier. Nee, das ist oder. Ah, stimmt. Ah, ja, I remember. Beim Procyclist-Modus konnte man das nur für 2 Wochen vorher machen. Also nicht ganz 2 Wochen, bisschen mehr als ja, drauf, 2 Wochen. Und ja, beim normalen Modus, da konnte man das schon für die ganze Saison einstellen. Egal, ich glaube, ich habe aber jetzt ein richtig gutes Kalenderprogramm. Also es fängt an mit der Compris de Marseillaise. Das ist ein richtig cooles Tagesrennen, finde ich. Dann das Jack O'Harrell Sun Tour. Vor allem mit dem Teamzeitfahren. Hier mal gut, dann analysier. Hier wird zum ersten Mal richtig knüppelhart. Das ist, glaube ich, meine erste Tour so richtig mit Bergen und so. Mal schauen wir einfach, was dann geht. An der Den Classic finde ich gut. Die Dröme. Ja, kann man mitnehmen. Den kenne ich nicht. Aber sieht auch aus, als könnte ich da auch irgendwas. Atlantik. Und so weiter. Dann weitere Highlights, 4 Tage von Dünkirchen, Bretagne Klassik. Ja, ich sag mal so, die Punkte haben die. Die ist nicht so schlimm, als dass ich sie jetzt meinen Punkt darauf verschwenden würde. Aber die reizt mich überhaupt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt ein paar Etappen, die ganz spannend aussehen. Die zum Beispiel. Aber mal schauen, ob ich dann zeige. Ich würde es mir machen wie beim letzten Mal. Ich würde nicht alles zeigen. Troproleon. Mal schauen, wie es da abgeht. Dann Baloise, ne? Mal schauen, ob wir unseren vierten Platz, glaube ich, verteidigen können. Ah, apropos, wir können ja mal die Saison rekapitulieren. Wir fangen mal ganz unten an mit dem am niedrigst wertvollen Ergebnis, was Einzug hat. Das war beim Grand Prix International de la Ville de Nord-sur-Oise. 21. 38er Grand Prix de la Villa de Luxembourg Bruno Gomini. Ja, dann der Kais bis Elites. Zweiter, Top 3, 1, 2, 3, Top 10, Etappe 4. Ich glaube, das war eine richtig coole Rundfahrt. Ich glaube, da habe ich mit jemandem richtig stark gebettelt. Das war, glaube ich, richtig spannend. Rondi Isor, 7. Platz. Top 10, 1, 4, Top 3, Nummer 2. Ja, scheint doch ganz gut geworden zu sein. Dann hier. 2 Siege, ich glaube, die einzigen beiden Siege bis jetzt. Alpes ist zu 8 Tour, Punktwertung, Berg- und Nachtpunktwertung und Vegas für einen Tag. Aber ich habe erst am, ja, wirklich letzten, ja, zack, den das Wettbewerbstrikot geholt. Schaut da gerne rein. Das war, glaube ich, auch richtig spannend. Grundlinations 106, na gut. 8er, Tour de Bourges. Es ist ja bezeichnend, dass dieser Sieg weniger wert ist als der 106. Platz, aber gut. Dann Paris-Roubaix, ja gut. Wende, ja naja, gut. Da kann ich auch 100, da muss ich glaube ich aufgeben. 110, gut. 25. Paris-Colombes nur 17. Erst 252. Ja, das sind jetzt die halt die einfach in der Kategorie höher sind, aber die immer ein bisschen untergehen. Saudi-Tour, das war glaube ich ganz am Anfang. Das war schon richtig guter Einstand, ne?
Und dann Top-Ergebnis wirklich der vierte Platz. Das war, glaube ich, ganz gut. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es gibt kein Rennen erstmal heute. Wir sehen uns dann beim Grand Prix de Marseillais wieder. Ja, die Folge dauert ja jetzt schon 20 Minuten, oder? Ja, genau, 20 Minuten gerade. Wunderbar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.